Was haben diese Frauen alle gemeinsam? Richtig, die Frisur. Für Ü50 gilt anscheinend das ungeschriebene Gesetz, bloß nicht mehr auffallen und her mit einem praktischen Kurzhaarlook. Dabei geht es auch anders. All diese Damen Ü50 setzen bei der Schönheit ganz auf langes Haar und ein eigenes Styling. Ganz vorn dabei, Première Dame Brigitte Macron. Top gestylt von Kopf bis Fuß verkörpert sie eine reife Jugendlichkeit. So wie sie. Mein Name ist Barbara Rathke. Ich habe 4 Kinder und 5 süße Enkelkinder. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man sich gibt, wie man sich kleidet und wie man die Haare hat. Ich finde es toll. Barbara lebt in Handewitt bei Flensburg und ist, kaum zu glauben, so alt wie Brigitte Macron, nämlich 64. Wenn ich irgendwas sehe und das ist total ausgefallen und ich sehe das im Fernsehen, das sind ja manchmal also wirklich ganz, ganz tolle Kleider, wo man sagt, oh, kann ich das überhaupt tragen? Und wenn die das so tragen, ich sage, warum nicht? Ich würde es auch probieren. Wenn ich so ein Kleid hätte, warum nicht? Barbara macht optisch das, worauf sie Lust hat. Arbeitet sogar als Model. Und hat schon mehrmals bei einem deutschlandweiten Ü50-Schönheitswettbewerb mitgemacht. Das hat unheimlich viel Spaß gebracht. Auch wenn ich nicht gerade Erste wurde, aber ich war immerhin immer unter den 20. Und das 3-mal. Also ich finde das schon ganz gut. Und was ist das Geheimnis? Man darf sich nicht vergessen, auch nicht im Alter, sondern einfach das machen, was man wirklich gerne möchte. Und genau das trauen sich viele Ü50-Frauen anscheinend nicht. Vor allem beim Thema Frisur. Fragen wir einen norddeutschen Profi. Sind lange Haare ein Zeichen für Jugendlichkeit? Meine älteste Kundin, die ich hatte, die hat eigentlich mit 80 angefangen, ihr Haar wachsen zu lassen. Die wurde auch über 105. Und eigentlich sah sie mit dem langen Haar nachher viel besser aus. Und langes Haar sieht nicht nur gut aus, sondern unterstreicht ein Lebensgefühl. Ich finde, das hebt natürlich auch so ein bisschen so das Selbstbewusstsein. Man wird einfach lockerer und man weiß, das sieht gut aus, man findet das toll. Und wenn man sich selber gefällt, dann hat man auch eine gewisse tolle Ausstrahlung. Barbara Rathke will ein Vorbild sein für alle, die auch Ü50 optisch das Beste aus sich herausholen wollen. Sie zeigt, Schönheit ist zeitlos. Egal welche Farbe, egal welche Frisur. Hauptsache, es gefällt.